Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von den Minecraft-Specials, wenn man so will. Oder, ja, es ist ja eigentlich ein Special mal wieder, ne? Ich mache das jetzt zum zweiten Mal und zwar gibt es wieder so drei Welten, die ich einfach weiter zocke, ne? Wie neulich schon mal. Fand ich irgendwie ganz cool, das waren ja hier die drei, ne? Die habe ich ja immer noch fast ganz oben in dem Menü. Und ja, dann werde ich jetzt hier mal drei andere Welten oder so zocken, ne? Zum Beispiel die Saar-3-Welt oder so. Die habe ich hier zu Silvester gezockt. Das hat irgendwie auch Bock gemacht, ne? Ja, kam auch auf Rob Sieber so ein Video, ne? Da gibt es ja mal die Zap-Folgen. Und das sind quasi dann einfach Videos, wo ich irgendwelche Welten zocke ohne Ton, also ohne Mikro oder so. Aber ja, macht halt auch Bock, immer mal das aufzunehmen und so. Und ja, kann man irgendwie mal machen so. Auf jeden Fall, was gibt's hier noch zu zeigen? Ich würde sagen, wir nehmen mal jetzt hier die 152 Welt oder so, weil die hat eigentlich immer Bock gemacht, ne? Und ja, irgendwie will ich die mal wieder zocken. Habe ich jetzt lange nicht gemacht, ne? Das ist auch mal früher so eine Welt gewesen. 2013 habe ich die erstellt und ja, da bin ich auch in der Höhle anscheinend. Okay. Ja, da brauchte ich irgendwie Rohstoffe, weil ich die ganze Zeit nichts hatte. Hier bin ich nämlich total arm noch, obwohl ich die Welt auch schon relativ lange habe. Und ich wollte die halt mal ernsthaft spielen und ja, deswegen brauche ich ja langsam mal ein paar Sachen. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Und dann wollte ich mich nochmal für die letzte Hardcore-Folge entschuldigen. Ne, nicht Hardcore, sondern Special. Weil, ja, die war ziemlich gefailt, finde ich. Denn eigentlich wollte ich die Mini-Craft Attack 4 Welt gar nicht zeigen, ja. Zumindest noch nicht. Denn ich hatte die Mini-CA3 Welt zum Beispiel noch gar nicht gezeigt. Die hätte ich dann eigentlich noch davor gebracht. Und genauso, ja, wollte ich glaube noch ein paar andere Maps vorher zeigen. Es war also der komplett falsche Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam, dass die Mini-CA4 Map jetzt schon unbedingt dran ist. Ja, ich dachte irgendwie, dass ich Mini-CA3 schon mal gemacht hatte, aber nee, hatte ich tatsächlich nicht. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall noch nachholen und werde tatsächlich nochmal ein Special-Video machen zu Mini-CA4. Ja. Das wird dann später nochmal kommen, so verteilt halt ein bisschen, ne? Mit so ein paar anderen Special-Videos immer dazwischen, damit die Serie eben auch abwechslungsreich bleibt. Weil, ja, ich möchte wieder mehr darauf setzen. Und deswegen wird es auch nicht so oft hier dieses Format geben, quasi, ne? Wo ich dann einfach drei Welten zocke oder so. Sondern, ja, es wird immer, ja, ein bisschen seltener jetzt wahrscheinlich werden und dafür wieder mehr andere Special-Videos. Ich muss mal gucken, was mir da so einfällt, ne? Ich möchte demnächst auch mal eigentlich wieder PvP bringen. Da muss ich mal schauen, ne? Weil eigentlich habe ich mal wieder Bock auf PvP und so. Aber ja, ich weiß noch nicht genau, wie das dann so losgeht und so. Und deswegen, ja, muss ich mal gucken. Also ich habe schon ein paar Pläne auf jeden Fall für die nächste Zeit. Ja, was ich so machen will, habe ich ja auch schon in Boom Beach kurz angeteasert. Aber ich will da zurzeit noch nicht zu viel verraten oder zu viel versprechen, weil am Ende muss es eben auch erstmal was werden, ne? Und ich muss mir das eh noch ein bisschen überlegen und durchplanen, ne? Damit das so das Beste quasi dann wird oder ich das Beste rausholen kann und nicht noch hier kurz vorher scheitere oder so. Und dann, ja, gibt's halt nix oder weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. So, jedenfalls, was gibt's hier? Ist hier mal Diamanten oder so in Sicht? Nee. Okay. Ja, also hier in der Höhle gibt es anscheinend nicht mehr so viel. Oder gibt es noch irgendeinen Arm, wo ich noch nicht war? Ja, natürlich kann ich hier die ganze Lava-Region noch abfarmen, so. Aber ja, mal gucken. Also, das mache ich dann später, ne? Eventuell auch mal wieder in der Folge. Aber jetzt würde ich sagen, gehe ich hier raus und wir suchen uns mal eine andere Welt aus. Und zwar die Saar 2, oder? Soll ich die nehmen? Was hatten wir letztes Mal? Holz, Saar 10 und Funny. Okay. Ja, dann nehmen wir doch jetzt mal die hier, ne? Warum nicht? Dachte ich mir oder denke ich mir. Und ja, mal sehen, was wir danach noch nehmen. Suche ich mir dann aus. Ja, erstmal alle auf 1.13.2 updaten hier noch, ne? Die sind alle noch auf der 1.13.1. Und ja, hier stehe ich immer in meinem Haus rum. Das mache ich hier seit 7 Jahren fast. Weil so lange habe ich die Welt tatsächlich. Und ja, irgendwie macht es aber immer mal Bock hier, die Welt zu zocken. Die habe ich auch mal auf Rojust gezockt, war das damals noch, oder? Nee, das war, nee, stimmt, das war noch nicht mehr Rojust, das war auch schon Rob Sieber, ne? Der krasse Kanal.
Da bringe ich ja eh immer mal so random Welten, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn ich einfach irgendwelche Welten mal zocken kann in so einem Videoformat. Ja, hat mir eigentlich immer Bock gemacht, aber in letzter Zeit habe ich eben sehr wenig Zeit, das aufzunehmen, was dann auch wieder schade ist, und dann nehme ich immer nur die gleichen Welten. Da gibt es natürlich wenig Abwechslung. Ja, das ist natürlich nicht so das Konzept eigentlich, aber ja, muss halt dann manchmal so sein. So, jedenfalls, ja, gibt es hier eigentlich fast immer nur Monsternächte in der Welt, ne? Also ich mache hier oft gar nichts anderes als immer nur rumlaufen und Mobs töten, weil ich hier irgendwie auch teilweise gar nichts zu tun habe, ne? Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, was ich hier machen will. Ich zock die Welt größtenteils nur aus Nostalgie, ne? So ein bisschen, weil es war halt schon cool damals, 2012, als ich so mit der Minecraft-Vollversion angefangen habe, wie ich dann hier einfach, ja, so ein bisschen mein Haus gebaut habe und so. Das war schon ganz nice, ne? Und irgendwie wünscht man sich natürlich die Zeiten auch zurück, aber ja, so ganz kriegt man es natürlich nicht hin. Ja, ist halt einfach so. Dieses Feeling von damals, das kann man einfach nicht wieder komplett zurückbekommen, weil ja sich eben auch die ganze Lebenssituation geändert hat, ne, ist ja ganz klar. Innerhalb von 7 Jahren. Damals war ich noch viel jünger und ja, keine Ahnung. Das kann man dann eigentlich gar nicht so richtig vergleichen noch. Aber trotzdem finde ich es cool, dass ich die Welt noch habe und hier auch tatsächlich noch immer mal drin bin und aktiv bin und so. Ja, warum nicht, ne? So. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, gegen Mobs zu kämpfen. Ihr seht schon, hier sind alles Creeper-Löcher geflickt, ne? Ich habe die immer mit Holz geflickt, weil ich früher so dachte, ja, das sieht doch so ähnlich aus wie Sand, das nehmen wir mal. Hätte ich lieber Birkenholz genommen, das wäre wenigstens noch okay, aber so ist natürlich dann, ja, ein bisschen was anderes wieder. Ah ja, und da hinten das gesprengte Haus. Stimmt, da wohnt nämlich ein Creeper drin und der hat eben alles hochgejagt, ne? Das habe ich damals auch auf Robsiba gebaut. Da gab es ja zu jeder Saar-Welt quasi noch so eine eigene Serie. Nicht wie heute, wo das alles mit Sepp in einer Serie ist. Sondern, ja, damals war das noch krasser. Und, ja, da gibt's hier. Du wurdest getrollt, ne? einfach so ein paar Folgen gab's da, wo ich hier so Scheiße gebaut habe. So ein krasses Haus, ne? Aus Kobbel, so ein Kasten. Und dann gesprengt, ne? Ja, warum nicht? Also, ja, den Creeper muss man halt auch mal trollen, ne? Sonst hören die nie auf. Da lernen die nix, ne? Ja. Jedenfalls würde ich sagen, ich gehe noch mal in die dritte Welt. Ich habe jetzt hier gar nichts geschafft. Das ist natürlich wieder geil. Ja, und welche Welt nehmen wir jetzt mal? Ich würde sagen, ja, die Saar 7. Nee, ich nehme noch mal eine andere komplett. Mal sehen, welche genau. Die hatte ich ja auch mal in dem Special gezeigt. Stimmt. Ist auch schon wieder eine Weile her. Und hier gibt's noch Kronxlets Showwelt, ne? Die ist auf jeden Fall auch legendär. Könnte ich eigentlich mal zocken, oder? Boah, hier, die habe ich ja ewig nicht gespielt, Alter. Seit Mai 2017. Ja. Oder Varro warten. Ja. Ich gehe einfach mal in Gronxlets Showwelt, würde ich sagen, ne? Warum nicht? Ja, jetzt haben wir eh nicht mehr so viel Zeit. Nur noch 2 Minuten circa. Dann bin ich auch schon wieder weg. Ja, also ich muss dann auch wirklich, ne? Hab heute echt nicht mehr so viel Zeit. Ah, die muss jetzt hier wieder komplett konvertiert werden. Ja, Mann. Jetzt mach mal schneller, bitte. So. Okay. Ja, interessant. Also ich habe mir halt einfach so bei 6000 bei der Koordinate ja, so eine neue Base aufgebaut. Da hatte ich irgendwie mal Bock drauf damals und ja, deswegen habe ich das gemacht. Ach so, eine Pickaxe wollte ich enchanten. Gut, dass ich mir so Schilder stelle, dass man nur mal weiß, was man so machen wollte, ne? Und ja, schon ganz gut, ne? Und ja, dann gucke ich mal, wie ich hier so vorankomme. Ich wollte halt hier so autark leben, ne, unter der Erde. Und einfach so versuchen, ja, nicht nach oben zu gehen. Keine Ahnung. Hat dann aber irgendwie nie geklappt, weil ich immer dann doch nach oben musste. Ja, ist halt leider so, dass man dann nicht komplett so ohne was leben kann. Meistens. Gut, Skyblock, da geht's auch, ne. Kann man auch nicht erkunden, aber trotzdem. Ja. Jedenfalls, ja, werde ich mal schauen, was ich hier aus der Welt noch mache. Keine Ahnung.
Es sind halt einfach so random Welten. Ich wollte die alle irgendwie mal weiterspielen, so manchmal. Aber ich komme halt einfach nicht dazu, außer in solchen Videos hier. Deswegen mache ich die einfach mal, dass man auch mal so in alle Welten wieder so einen Einblick kriegt. Also ich so für mich selber. Ja, finde ich irgendwie ganz cool. Und ja, dann schauen wir mal. Ich tue mal hier die Äpfel weg. Wo sind denn die? Ah ja, hier alle. Genau. Also, ja. Kong's Let's Showwelt an sich ist auch übelst weit weg. Die ist halt nur beim Spawnen. Die geht halt nicht 6000 Blöcke. Und ja. Ah, hier wollte ich die Decke mal richtig machen. Stimmt, lol. Kann ich ja schon mal anfangen. Oh nee. Och nee, ey. Da habe ich jetzt schon wieder gar keinen Bock mehr, ja. Da muss ich sagen, Bruder muss los. Ja. Und ich würde sagen, das kommt auf Thumbnail, ne? Oder? Ja, komm, egal. Und dann, ja, tschüss.